Und das ist heutzutage sehr schwer zu finden. Deswegen Hut ab, dass ihr das so geregelt bekommt, auch in dem festen Trupp, festen Stamm und so weiter. Und sowas ist viel wert, glaub es mir. Ich habe damals ein MMO gehabt, Star Wars Galaxies hieß das, eins der ersten Star Wars Online-Spiele, die es überhaupt gab. 8 Jahre war es auf dem Markt und habe es von Anfang bis Ende gezockt und da gingen auch Gilden auseinander, weil die halt zu viel verlangt haben. Das ist auch der Grund, wo zum Beispiel World of Warcraft so an mir vorbeigeht, weil ich mag so Instanzenverpflichtungen nicht. Und ja, dann habe ich irgendwann die Gilde übernommen und habe die Regel gemacht, Spaß an der Freude, wenn die Leute da sind, fragt einfach, ob sie Bock haben, mit euch loszuziehen. Wenn nicht, dann nicht. Und das lief auf einmal sehr, sehr gut, weißt du, so ohne Verpflichtung, ohne irgendwie auf Krampf kommen raus, ohne dies, ohne das. Die Leute hatten da Bock drauf und die Gilde wurde größer und größer und größer. Und hat dann bis zum Schluss gehalten. Und ich habe bei Facebook, haben mich vor kurzem Leute angeschrieben und fragten, ob ich der Romiat aus diesem Spiel bin. Seitdem trage ich ja den Namen Romiat, seit dem Star Wars Galaxies. Und ich sagte, ja, warum? Ja, du warst doch auf den und den Server bei Star Wars Galaxies. Ich sag, ja, kennst du noch den und den? Ich sag, ja, ja, das bin ich. Ich sag, nee, hör auf. Und so hat man auch nach all den Jahren den Kontakt wieder angefangen, weißt du? Ah, finde ich gut, so Prinz Arnold. Glaub es mir. Und das wissen die Leute dann später auch zu schätzen. Und das mögen die Leute auch. Ne? Ich habe ja auch die Leute, die dann immer wieder kommen, sich dann auch freuen, wenn ich da einen Stream anfange und so weiter und so weiter. Und finde ich halt richtig geil. Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt die Kiste hin? Ich habe da eben eine Kiste gebaut, oder nicht? Bin ich jetzt blind, oder? Ich hab doch eben gerade eine Kiste gebaut, oder? Ich sehe sie nicht hier drin. Ich bin einfach blind. Keine Ahnung. Glaub mir halt daran fest. Das ist ganz, ganz wichtig. Solche Leute findet man nur sehr, sehr selten. Es wäre schade, wenn sowas, was man so lange schon hat, kaputt geht. Frag mich jetzt, wo die Kiste hin ist. Ohne Witz. Kann doch nicht sein, dass die einfach weg ist. Ja, kannst du gucken, du scheiß Bär. Verpiesele mal dich. So, das Ganze jetzt nochmal, eine Kiste craften. Kann man das denn reparieren hier? Ist das irgendwie so ein besonderes Werkzeug oder? Na komm, jetzt ist die Kiste da. Boah, ich stelle mir einfach mal hier hin, würde ich sagen. Was noch Platz haben. Dann klatschen wir dieses Fett da rein. Das hier, wo ich weiß, fürs gut ist. Das hier brauchen wir auch nicht. Das Knicklicht brauchen wir nicht. So haben wir schon ein bisschen was auf Halde. Ja, siehste. So soll es auch sein, wie gesagt. So soll es auch sein.
Oh, Bär, kannst du jetzt bitte nicht einfach abhauen? Das wäre jetzt natürlich übel. Also Nägel haben wir jetzt einige. Der Bär regt mich jetzt natürlich auf, ne? Komm, renn weiter in die Hinterrichtung. Genau, die Richtung, wo du guckst. Genau, renn weg. Renn einfach nur weg. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, hier ist nichts mehr drin, ne? So, wie gesagt, wenn es Nacht wird, werde ich dann an dieser Stelle auch Schluss machen. Haben wir jetzt so eine kleine Standbasis, Startdingens, wie auch immer, gebaut hier. Finde ich schon sehr nice. Müssen wir nur irgendwann hier eine Tür reinbauen und so weiter, dann passt das Ganze. Ja, kannst du gucken, mein Freund. Das ist mein Haus, ich war jetzt zuerst, also mach dich weg. Mach dich vom Acker, du kleiner Racker. Pfeil und Bogen wäre gar nicht schlecht, wenn die das hier noch einbauen. Dass die Bäume umfallen. Das wäre natürlich auch noch nice, wenn sie das irgendwann reinmachen. Dann wird das hier ein richtig, richtig gutes Game. Einen guten Start haben sie ja schon gehabt. Ja, der Punkt ist einfach, man muss das wirklich beibehalten, ne? Weil man sieht es ja leider Gottes immer wieder. Umso mehr Leute irgendwann dazukommen, umso größer man wird, neigen viele dazu abzudriften. Die sehen es doch nicht mal irgendwie für normal, einen Follower-Counter drin zu haben. Sprich, du hast einen neuen Follower, begrüßt diesen Follower, sondern wirklich nur Abonnenten, 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 Abonnenten. So. Bei mir war es immer so, ich habe damals mit YouTube angefangen, weil von mir verlangt wurde oder jemand gesagt hat, pass auf, warum nimmst du nicht das, was du spielst, auf und teilst das mit den Leuten? Ich dachte, okay, hört sich ja gut an, kannst du machen. So habe ich das bis jetzt auch beibehalten. War auch immer super geil. Und dann kam irgendwann der Punkt auf, ich habe meine ersten 100 Abonnenten bekommen auf YouTube, beziehungsweise Follower oder wie das da heißt. Ja, Abonnenten heißt es ja da. Und es ging dann weiter und weiter und weiter. Und es gibt einen, der ist von Anfang an dabei, der mir heute immer noch sagt, er beneidet das, trotz dass ich jetzt hunderte von Abonnenten habe, trotz noch so sei, dass ich immer noch so bin, wie ich bin. Es gibt immer Momente, wo man mal schlechte Tage hat, man ist ja ein bisschen anders oder sonstiges. Das sind die Tage, wo ich mir aber rausnehme, zum Beispiel auch den Stream nicht anzumachen, nicht aufzunehmen. Weil ich weiß, die Leute, die kriegen das mit. Denen fällt das auf. Ich wurde auch schon öfters mal drauf angesprochen, wenn es denn wirklich mal so gewesen ist. Weil die Leute verlangten denn, man soll weiterhin aufnehmen, kann nicht sein, dass man keine Folgen mehr hat. Und ich habe es dann irgendwann gemacht und hatte irgendwann schlechte Laune und dann wurde ich drauf angesprochen. So. Und ja, da habe ich das sein gelassen. Das ist ganz wichtig, dass man da, wenn man schlechte Laune hat, sich nicht zu nichts zwingen lässt und bleibt, wie man ist, ohne Scheiß. Man muss einfach bleiben, wie man ist. Es gibt schlechte Tage, es gibt gute Tage. Man muss die guten Tage dafür nutzen,
so zu sein, wie man ist, um vielleicht Leute damit zu unterhalten. Und ja, niemals irgendwie er sich beeinflussen lassen. Blödes klingt, keine Ahnung. Darf man nicht, sollte man nicht. Das ist auch nicht Sinn und Zweck des Streams, finde ich. Man kann immer mal schlechte Laune haben, keine Frage, aber. Wow, wieso kann ich jetzt hier keine Wand. Ich wollte schon sagen, warum kann ich keine Wand setzen? So, ich warte jetzt noch, bis die Wand dann fertig ist. Und dann, wie gesagt, Freunde, machen wir an dieser Stelle hier Schluss. Bedanke mich jetzt schon mal bei allen, die noch da sind. Die trotz, dass ich heute Probleme hatte, die ja noch am Boden geblieben sind, mir versuchten zu helfen. Fand ich sehr geil von euch. Natürlich ist einer da aus der Reihe gesprungen, aber gut, das war einer, den kann ich eh nicht, von daher scheiß der Hund drauf. Ja, verpassen passen sich einen Hype an und werden abgehoben, leider. Oder passen sich den anderen Großen an mit Beleidigungen etc. Blablabla. Ja, man muss immer selbst einen Weg finden. Es hat irgendwann mal angefangen, dass ich gefragt wurde auf YouTube, kannst du mir Tipps geben, wie ich oder was ich ändern soll? Und ich sag immer, wenn ich Tipps gebe, du musst deinen eigenen Style finden, deinen eigenen Weg. Werde nicht wie andere, das hat man schon. Das soll nicht so sein. Ja, und das ist schwer, seinen eigenen Style zu finden. Einfach so zu sein, wie man ist, keine Ahnung. Viele versuchen, wie du schon sagst, einen nachzuahmen. Das kommt halt negativ an. Das mag ich gar nicht. Klar habe ich auch meine Momente. Ne? Bestes Beispiel Black Ops 3. So kleine Ausraster oder sonstiges. Aber die Leute, die da mitspielen, die nehmen es mir halt nicht übel, weil sie halt wissen. Ich bin bei 3D-Shootern halt ein bisschen aggressiver, aber meins im Endeffekt nicht so, weißt du? Das rechne ich denen hoch an. Ja. So, Freunde. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank an den ganzen Loot heute. Vielen, vielen Dank für die Unterhaltung im Chat. Vielen Dank. Ja, für die Geduld sage ich einfach mal heute. Vielen Dank für den Gesprächsstoff. Dass der Sonntag noch so geil ausgeklungen ist, finde ich sehr geil. Und schön, wenn ich auch einigen Leuten ein paar Spiele nahebringen konnte, wie auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche, eine gute Nacht. Lasst euch nicht ärgern. Versucht, ja, euch nicht stressen zu lassen. Bleibt, wie ihr seid und ja, ich versuche es, wie gesagt, nächste Woche Samstag nochmal ins Stream anzuschmeißen. Will es aber nicht versprechen. Wenn ich da bin, bin ich da. Wenn nicht, dann nicht. Werdet es ja sehen, wenn ihr mich gefollowt habt, kriegt ihr immer eine E-Mail. Ich habe heute vergessen, leider eine Statusmeldung in Steam zu machen, in meiner Steam-Gruppe, dass ich heute live bin. War überraschend, aber gut. Wir hoffen, dass Nvidia einen Fix rausbringt, wir mit Minecraft weitermachen können. Ansonsten werden es andere Games sein. Vielleicht auch mal ein Retro-Game à la Final Fantasy VII, da hätte ich mal voll Bock drauf. Aber das dann auch nur mit dem Stream zusammen, weil die Unterhaltung doch da ein bisschen eintönig ist. Aber würde mich freuen, wenn ich da einige Leute, Nostalgiker, mitködern könnte, die Bock haben, da zuzuschauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Schlaf gut ein, hab eine gute Nacht, guten Start in die neue Woche. Hoffen wir, dass die Woche schnell vorbeigeht, ohne Stress, ohne großartig Probleme, was weiß ich nicht was. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an die ganzen Looter, an die ganzen Leute, die da gewesen sind. Macht echt Spaß, das Ganze so weiterzuführen. Du kennst Final Fantasy VII? Ernsthaft? Du kennst Final Fantasy VII? Wie geil ist das denn? Sehr geil. Kenn nicht viele, aber Final Fantasy VII ist mein Rollenspiel ever, schlechthin, keine Ahnung. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Ich find's richtig geil. Kennt einer Final Fantasy VII? Kenn nicht viele, aber ein geiles Rollenspiel. Wie gesagt, wir schauen einfach mal, was es werden wird. Sollte der Fix da sein, wird's Minecraft. Wir machen am Server weiter. Sollte es keinen Fix geben, aber eine Alternative.
Gucken wir da mal weiter. Wir sind raus. Coole Sache, Prinz Arnold. Sehr geil. Halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht das gut. Schwing den Hut. Und ja. See you later, Alligator. Bis dahin, gute Nacht. Ciao, ciao.